Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar stehen nur noch die zwei beiden hier am Stall. Die haben heute noch den Stall für sich ganz alleine, weil die andere Stallkollegin ist mit ihren zwei Pferden jetzt auch gegangen. Somit stehen jetzt nur noch die beiden da. Guten Morgen! Jetzt gehen wir erstmal begrüßen. Ich habe hier meine Sachen dabei, die lege ich mal ganz kurz hier hin, weil heute ist Freitag, morgen ziehen wir um. Und deshalb werde ich heute den Stall bzw. den Schrank so herrichten, dass wir morgen alles mitnehmen können. Ja, die Fliegen sind wieder furchtbar, wie ihr sehen könnt. Guten Morgen! Habt ihr Hunger? Ich gebe euch gleich was. Die Fliegen sind furchtbar. Muss ich jetzt auch gleich die Fliegenhaube wieder aufziehen. Bei uns hat es nur gestern so geschüttet, deshalb habe ich die Fliegenhaube runtergemacht. Und ja, jetzt gibt es erstmal Frühstück für die beiden. Ich denke, beide haben Hunger. Habt ihr Hunger? Ja? Habt ihr Hunger? Jo, ihr zwei Süßen, ihr zieht morgen um. Morgen ist Stallwechseltag. Jo, genau. Und ich werde jetzt dann gleich mit euch diesen schönen Schrank hier ausräumen und vor allem auch wieder sauber machen. Aber bevor ihr euch auf den Keks geht, gebe ich euch jetzt erstmal was zum Essen. Ja. So, Ponys sind versorgt und knabbern hier. Ihr seht, ich habe denen eine Portion Heu rübergeschmissen. Und dieses Heu, wir hatten noch nie in dem gesamten Stall, hatten wir so ein wunderschönes riechendes Heu. Gar? Schmeckt lecker, das Heu, ne? So, und wo soll ich anfangen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich fange als erstes mal bei meinen Decken an. Welche Decke ich wirklich an Stall mitnehme und welche Decke mitkommt. Ich habe mir so eine Tüte mitgenommen und ja, das werde ich jetzt halt gleich mal checken, sozusagen. Hier habe ich nämlich auch nochmal eine Decke. So, jetzt habe ich schon mal die Decken sozusagen zusammengelegt. Die werde ich eh beim Rüberreiten noch mitnehmen und dann kann man das einfach super gut mitnehmen. Also, ich habe mir auch schon überlegt, dass ich meinen Deckenhalter noch an die linke Seite meines Schranks mache. Also, dass da oben quasi eine Schraube reinkommt, damit das natürlich auch aushält. Und dass ich dann auf die Seite quasi meine Decken hinmache. Aber das muss ich alles jetzt halt beim neuen Stall schauen, ob das überhaupt geht. Und ja, genau. Deshalb mal schauen. Jetzt habe ich noch eine Decke nehmen, weil das ist die einzige Decke mit Halsteil. Und eigentlich könnte ich mir die jetzt auch mit nach Hause nehmen, weil die Fauni schwitzt eigentlich meistens nur extrem im Winter. Und da brauche ich halt auch das Decken, das Halsteil. Deshalb denke ich, dass ich die doch jetzt halt mitnehme nach Hause, weil ich die jetzt einfach nicht brauche. So Herbst, Winter nehme ich die dann einfach von zu Hause mit. So, ich habe jetzt halt hier schon ein paar Sachen sauber gemacht und Zwischenstand schaut bis jetzt so aus. Und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich werde jetzt vielleicht noch schnell zu Kick fahren und mir so eine Kiste kaufen oder so einen Wäschekorb und werde dann da so das Halfter und alles so reinschmeißen. Wisst ihr, dass ich halt alles dann in so Kisten habe einfach. Genauso mit den Schabracken und hier mit dem kleinen Zeug. Ja, da oben ist schon leer. Und ihr wollt auch gar nicht wissen, wie mein Putzkasten ausschaut. Schaut furchtbar aus, den muss ich nämlich auch noch machen. Zum Glück habe ich heute frei, weil der Freitag ist voll und ganz für den Stall gewidmet. Schaut euch mal das an. Ja. Also so kann das doch nicht wahr sein. So kann das doch nicht weitergehen, hör mal. Ja, auf jeden Fall, das wird auch alles noch geputzt. Und jetzt, mir war wichtig, dass ich die Pferde erstmal füttere und dass ich so ein bisschen schon den Schrank mache. Jetzt geht's schnell los, ich fahre jetzt schnell zu Kick. Und hol mir da so zwei Kisten oder drei, mal schauen. Und dann komme ich hierher wieder. Bis gleich, ihr Pferdis. Und da habe ich mir dieses coole Teil hier gekauft. Es hat 4,99 Euro gekostet, kann man auch super dann zum Einkaufen zum Beispiel verwenden. Und da habe ich jetzt alle meine Halfter, meine Stricke, die ich mitnehmen möchte, schon reingetan. Bis auf die linke Seite, da hängen auch noch mal welche. Aber hier die rechte Seite ist ab. Und du juckst dich. Ich habe mir gerade noch einen Smoothie geholt und bin gerade hier am Putzen. Hier seht ihr schon Müll. Die kommen dann wieder hier rein. Es wird alles wieder schön gemacht. Und ja, so schaut das Ganze jetzt aus.
Die Teile kann ich jetzt auch gleich noch mitnehmen. Dann haben wir nämlich hier die Schrankseite auch fertig. Und die dürfen nämlich auch mit. Und die kommen da auch rein. Ja, wahrscheinlich muss ich die eh nochmal sauber machen. Ich wollte auch mal Half da in der Waschmaschine waschen. Habt ihr damit Erfahrung? Wenn ja, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die einfach in die Waschmaschine reinhaut. Und wenn ja, bei wie viel Grad? So, ich mache jetzt hier weiter. Und dann mache ich die Stallapotheke, weil bei mir sind ja die Deckel runtergefallen. Deshalb muss ich das jetzt halt nochmal kurz abwischen und sauber machen. Schaut mir die zwei Süßen an, die beknabbern sich gerade schon die ganze Zeit. Wir treiben gerade Fellpflege, während ich hier aufräume. Schaut immer so lustig aus. Ist das schön, ihr zwei? Hm? Ist das schön? Dann erstmal die Haare aussortieren. Naja, ich muss jetzt weitermachen. Wie ihr seht, ich bin immer wieder abgelenkt von den Pferden. Geht's euch auch so, wenn ihr aufräumen müsst? Ich glaube schon. Chaos! So, jetzt habe ich gerade die letzte Kiste von oben genommen, wie ihr sehen könnt. Und habe die jetzt auch schon aussortiert. Und zwar ist das meine Stallapotheke. Hier seht ihr so ein paar Kleinigkeiten, die ich habe. Und die werden jetzt halt auch wieder eingeräumt. Zum Beispiel hier Hufbalsam. Hier habe ich ein Silberspray. Das habe ich damals gekauft, als die Fauni so zerbissen worden ist. Ich hoffe, dass ich das diesmal nicht so brauche. Auch hier, das hat mir auch super viel geholfen, wo ich die Wunden gereinigt habe. Dann für meine Streifäule. Auch nochmal für die Streifäule. Keralit. Das ist, gehört jetzt nicht wirklich zur Stallapotheke dazu, das weiß ich auch. Aber ich habe das halt da auch drinnen. Traumel habe ich ganz viel. Meine Tante ist Tierärztin, allerdings nicht bei mir um die Ecke. Und die hat mir das gegeben. Efeu für Bronchokehrsalbe. Dann hier ein paar Bandagen. Ganz wichtig, ein Fieberthermometer, sterile Kompressen, ja, sind so ein paar Sachen aus meiner Stallapotheke. Ich sag euch, es wird immer leerer und organisierter. Ich zeige euch das jetzt mal von Weitem. Hier, wie gesagt, meine Halfter und da drüber jetzt halt auch ein paar Sachen noch aus dem Schrank. So schaut der Schrank jetzt aus, also wird er schon immer leerer, wie ihr sehen könnt. Und die Sachen, die jetzt noch drin sind, die werde ich dann einfach morgen so rausnehmen. Und das meine ich eben, was hier drin war, habe ich eben auch in diesen großen Korb da drüben getan. Hier habe ich auch noch so ein paar Kleinigkeiten reingetan. So, Lieben, ich mache jetzt kurze Pause und werde die Fliegenhabe von der Fauni holen. Die liegt nämlich da hinten. Und werde die ihr aufziehen, weil heute extrem die Fliegen wieder sind. So, zwei habe ich gefunden. Eine fehlt noch. Und zwar die pinke fehlt noch. Eigentlich müsste man die gleich sehen, aber irgendwie finde ich sie nicht. Der Schrank ist fertig. Die Schabracken nehme ich dann einfach morgen mit. Hier hängt noch der Beutel. Und der Rest aus dem Schrank steht hier. Eigentlich kaum zu glauben, dass das alles im Schrank gestanden hat, bis auf die zwei Kisten. Und die muss ich eben schauen, wie ich die dann morgen unterbringe. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist meine Putzkiste. Da habe ich auch schon ein paar Sachen rausgeschmissen. Aber da wollte ich euch auch noch mitnehmen. Mein absolutes Lieblingsspray. Dieses Pummel-Einhorn-Feenstaub, weil es einfach unglaublich schön glitzert. Das ist ein Traum. Und es riecht auch unglaublich gut. So, schaut euch mal bitte hier an, wie viel Heu ich hier drin habe. Und Stroh und keine Ahnung was. Eine Maus wird sich hier super wohlfühlen, denke ich. Oder zumindest wäre ich eine Maus, würde ich mich super wohlfühlen. Ich nehme jetzt einfach mal diese Trennwände raus. Ach du Scheiße. Das werde ich auf jeden Fall in meine Stallapotheke geben.
Genauso wie dieses Spray, das brauche ich jetzt momentan ja eh nicht. Und schaut euch das an. Oh Mann, hier ist mein Hütchen. Mein Weihnachtshütchen, das sogar geleuchtet hat. Das werde ich auch irgendwo bunkern. Oh, mein Hottehü. Mein Glücksbringer. Habe ich von der Zuschauerin geschenkt bekommen. Und es war eigentlich ein Anhänger, aber der Anhänger ist mir leider kaputt gegangen. Aber dennoch bleibt er natürlich hier drinnen. Oh mein Gott. Den werde ich auch wieder wegtun. Den Ferminator. So. Oha. Okay, Leute. Was für ein Schock. Wie oft macht ihr eure... Oder wie oft mistet ihr eure Putzkiste aus? Schreibt mir das gerne mal. Das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Das kippe ich jetzt einmal aus. So schaut das Ganze jetzt halt aus. Ich habe das aufgeräumt. Die drei Sachen habe ich aussortiert. Die kommen woanders rein. Und dieses ganze Zeug werde ich wegschmeißen, weil ich das einfach nicht mehr benötige. Ich verwende diese, sagt schon, die Bürsten nicht mehr. Und die habe ich ausgetauscht in eine neue, und zwar in diese grüne. Und so schaut jetzt meine Putzbox aus. Sehr ordentlich, finde ich, momentan noch. Hier schon wieder ein Heufutzel. Was soll das? Auf jeden Fall schaut das Ganze dann so aus. Hier oben habe ich so ein paar Kleinigkeiten drin. Hufauskratzer für meine Strahlfäule bzw. für meinen Hufriss. Immer noch dieses Strahlsand von Leovet. Für die ja, Stellen, die offen sind, eben oben die Penatencreme. Und hier habe ich das andere Zeug mir so sortiert, wie ich es haben wollte. Und so schaut jetzt meine Putzbox aus. Und jetzt bin ich endlich fertig. Yay! Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Aber schaut euch mal an, wie viel Zeug ich habe. Und der Schrank. Naja, und hier drin und hier in dem Container habe ich auch noch Zeug. Puh, das wird anstrengend morgen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt schon so weit gekommen bin. Und jetzt werde ich die Schotten hier dicht machen. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich super, super, super über einen Daumen nach oben freuen. Fauni will nicht Tschüss sagen. Ich weiß leider gerade nicht, wo sie ist. Da hinten steht sie. Seht ihr sie? Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren ist kostenlos. Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ich werde euch hier meinen Instagram-Account einblenden, weil ich euch sicherlich dann an dem Tag beim Umzug mitnehme. Also heute sozusagen. Und ich werde aber auch filmen. Also würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Nicht vergessen zu abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Und bis dann. Tschüss.